Sehr verehrte Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, bitte, bitte lasst mich in Ruhe. Ich weiß selber, meine Stimme ist komplett am Arsch. Das liegt daran, da ich krank bin, Leute. Aber ich habe mir gedacht, ich muss trotzdem ein Video für euch raushauen. Warum? Und deswegen sitze ich heute trotzdem hier, trotz Fieber, trotz meiner Stimme und drehe für euch ein Video. Ich habe einen Corona-Test gemacht. Ich bin tatsächlich Corona-positiv. Nicht positiv. Dennoch, irgendwas habe ich. Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach, also meine Stimme, ich höre mich an wie es. Komme ich von einem anderen Planeten? Ich habe keine Ahnung. Aber dennoch hoffe ich euch. Ja, ich sollte mich einfach ins Bett legen und wieder schlafen, Digga. Ich laber euch wieder so eine Scheiße. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Dennoch hoffe ich euch, dass euch das Video gefallen wird. Denn heute gibt es die lustigsten Schülerantworten in Test Part 2. No, Gott! Wenn euch das gefällt, lasst ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke und folgt mir auf Instagram, das ist very important. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir mit dem Video, Leute. Let's go. Ja. Wir fangen an mit Schülerantwort Nummer 1. Und zwar haben wir hier dem lieben Adrian aus der Klasse 3a. Und zwar lautet die Aufgabe, schreibe auf, wie du nach dem Prädikat fragst. So, die Schülerantwort von dem lieben Adrian war, darf ich bitte dein Prädikat haben? Ja, super. Also, ich muss sagen, Adrian aus der 3a, da hast du wirklich, wirklich eine super Antwort geliefert. Also muss ich wirklich sagen, darf ich bitte dein Prädikat haben? Ja, so würde ich auf jeden Fall auch noch den Prädikat fragen. Dann würde ich sagen, hast du wirklich super gemacht. Wir gehen rein in die nächste Schülerantwort. Und zwar haben wir hier, du hast 10 Kekse. Jemand fragt dich nach 2 Keksen. Wie viele Kekse hast du noch? Ja, 10. Ey, aber da muss ich jetzt ganz klar dazu sagen, hätte ich diese Aufgabe irgendwann mal in meiner Arbeit gehabt, ich hätte es genauso hingeschrieben. Weil wenn dort steht, wenn dich jemand nach 2 Keksen fragt, Bruder, ganz ehrlich, also wenn ich in der Pause so, keine Ahnung, so meine Brotbüchse aufmache und da so 5 Kekse drin liegen, Bruder, dann freue ich mich auf die 5 Kekse und da habe ich keinen Bock, jedem Keks abzugeben. Also bin ich voll bei dir, wer auch immer die Antwort gegeben hat. Bruder, du hast alles richtig gemacht. Wir stehen hinter dir. Richtig und richtig. Dann kommen wir direkt zur nächsten Antwort. Ein Mathe-Test, so wie das Ganze ausschaut hier. Wir haben nämlich einmal hier ein paar Mathe-Aufgaben. Das ist, glaube ich, auch jetzt hier gerade, oh, der arme Bruder, da mussten wir alle durch. Hier mit B hoch 2 minus. Also ich kann mich auch noch entsinnen, dass das auch nie wirklich meine Lieblingsaufgaben waren, muss ich dazu sagen. Also bei wem auch immer die Lehrerin Mathe unterrichtet, ich hoffe, die kann es halbwegs gut erklären, weil ich sag euch ganz ehrlich, der einzigste Lehrer, der mir in diesem Themengebiet weiterhelfen konnte, war der liebe Lehrer Schmidt. Und an der Stelle gehen auch Grüße raus, weil Digga, also da gibt's bei jedem, das ist überall anders, bei Plus, Minus gibt's da andere Regeln, dann beim Mal wieder. Und dann ist es auch so, dass du ja beim Mal zum Beispiel die Buchstaben zusammenfassen darfst, dann darfst du bei Plus und Minus nur die mit demselben. Also da ist da wirklich, da gibt es 30.000 Regeln, Digga, um die sich erstmal einzubringen. Der liebe Schüler hat sich aber ganz einfach gemacht und hat geschrieben hier oben, Jesus is always the answer, und hat tatsächlich unter jeder Aufgabe einmal Jesus geschrieben. Gut, an der Stelle auch schlau gemacht, aber ich bezweifle trotzdem sehr stark, dass der Lehrer das so durchgelassen hat. Aber na gut, kann man durchaus machen. Ja gut, weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, aber der hat sich anscheinend ein bisschen zu einfach gemacht. Aber okay, smart, ist ganz lustig. So, dann haben wir hier einmal die nächste Schüler. Und zwar haben wir hier einmal, wann und wo wurde Mozart geboren, wann und wo starb er? Er starb 20 Jahre nach seinem Vater. Und wann starb der? Ja gut, das ist natürlich jetzt eine Frage. Ja gut, das hätte ich jetzt an der Stelle auch nicht gewusst, wann er gestorben ist. Aber dennoch, Digga, was ist das für eine Antwort, Bruder? Also wirklich. Dann würde ich auch sagen, gehen wir direkt zu den nächsten über. Und zwar haben wir einmal hier die Aufgabe, was ich hier gerade auch sehe auf den ersten Blick, was ich persönlich auch überhaupt gar nicht feiere. Diese Lehrer, Digga, die zu faul sind für Arbeiten, so Arbeitsblätter anzufertigen, die dir dann einfach immer sagen, Digga, hol ein Blatt raus und dann müsst ihr immer erst die Aufgabe abschreiben. Ihr könnt mal jetzt gerne in die Kommentare schreiben, bei welchem Lehrer das bei euch auch so ist, aber ich schwöre, ich hab da gar keinen Bock, Digga, wenn ich so für eine Arbeit gelernt habe, Bruder, und ich in meinem Kopf so, ich muss jetzt die Antworten raushauen, bevor ich sie vergesse, Digga, und vorher erst so eine 30 Meter lange Aufgabenstellung mitschreiben muss, Bruder, da habe ich absolut keinen Bock, Digga. Aber wir kommen jetzt zur Schülerantwort, und zwar hat der liebe, die Aufgabenstellung lautet, zeichne den Aufbau einer Seifenblase. Ja gut, aber jetzt frage ich mich halt tatsächlich, bei der Seifenblase, was soll ich denn da groß zeichnen? Ich meine, die besteht ja eigentlich aus Wasser, also aus Flüssigkeit mehr oder weniger. Das ist ja nicht mehr eigentlich. Hätte ich jetzt auch nicht anders gezeichnet, aber na gut, okay. Kommen wir zur nächsten Schülerantwort. Und zwar haben wir hier einmal die Aufgabenstellung und sie lautet, das sind meine Fragen zu dem Thema Milch. Der liebe Schüler hat geschrieben, warum Thema Milch? Wieso nicht Wurst? Also wirklich, an der Stelle auch
ein wirklich fetter Applaus. Ja, warum nicht Thema Wurst? Das ist eine gut zu berechtigte Frage. Aber das sind auch immer so Aufgabenstellungen, wo ich mir so denke, so Bruder, Lehrer, formulier doch die Aufgabenstellung wenigstens richtig. Also wirklich. So, der nächste Schüler, beziehungsweise könnte vielleicht auch dieselbe Arbeit sein. Und zwar heißt es nämlich hier, wie wird Milch hergestellt? Der liebe Schüler schreibt, da muss man die Kuh fragen. Ja, an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Absolut scheiß Antwort, aber. Aber was ich hier auch gerade sehe, Bruder, wenn wir bei uns in der Arbeit mit Bleistift geschrieben haben, gell, da gab es immer 0 Punkte so, gell. Also ich weiß nicht, bei wem man mit Bleistift schreiben darf, aber ich wäre da vorsichtig mit Bleistift. Aber das Beste ist ja bei den Lehrern, wo man nicht killern darf, Digga. Bruder, no front! Aber an die Lehrer, bei denen man in der Arbeit nicht killern darf, ich verstehe nicht, nachdem man etwas gekillert hat, man sieht doch, was gekillert ist. Also ich verstehe da nicht immer, das verstehe ich irgendwie nicht so, aber... Okay, gut. Ich würde sagen, wir gehen einmal... Was haben wir hier? Oh mein Gott, ich habe es kurz durchgelesen, Leute. Ah, mies. Okay, wir haben hier die Aufgabe, die lautet... Bestimmen Sie die Lösungen der trigonometrischen Gleichung im angegebenen Intervall exakt. Okay, super Aufgabenstellung, weiß ich direkt, was man machen muss. So, auf die Aufgabe gibt es 7 Punkte. Und der liebe Schüler hat geschrieben, dieser Moment, wenn man sieht, dass genau so eine Aufgabe, die man überhaupt nicht kann, 7 Punkte bringt. Hey, das ist aber auch immer so, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, Leute. Immer die Aufgabe, wo es die meisten Punkte drauf gibt, das ist meistens die, Bruder, wo man einfach überhaupt keinen Plan hat. Aber, ja gut, was soll man da groß machen, Digga? Aber trotzdem, ey, was hat der Lehrer geschrieben? Der Lehrer hat geschrieben, dieser Moment, wenn man eine identische Aufgabe einem Tag vor der Klassenarbeit gemeinsam gerechnet hat und dabei mindestens 3-mal erwähnt hat, dass eine solche Aufgabe drankommt. Ja gut, das stimmt. Das stimmt aber, das ist... Ich mag ja die Lehrer, die dann am besten noch wirklich exakt die gleichen Aufgaben dran nehmen, aber wenn du es nicht gecheckt hast, hast du es auch nicht gecheckt. So, ne, was willst du da machen, ne? Okay, dann haben wir hier auch die nächste Schülerantwort. Und zwar lautet die Aufgabenstellung hier, gib ein Beispiel für eine tote Tierart, die sich nicht aus eigener Kraft fortbewegen kann. Die Antwort des Schülers lautet, tote Tiere. Ja gut, also das ist natürlich auch eine sehr gute Antwort. Jetzt frage ich mich halt, welche Tierart kann sich denn aus eigener Kraft nicht fortbewegen? Ey, das will ich jetzt direkt mal googeln, beziehungsweise, warte mal, wir machen das mal anders. Hey Siri, welche Tierart kann sich aus eigener Kraft nicht fortbewegen? Ich lerne, wie ich die passende Audio-App für dich wählen kann. Welche möchtest du verwenden, um das zu hören? Digga, ist meine Stimme denn so verkackt, Digga, dass... Ich lasse es einfach. Hey Siri, meine Frage war, welche Tierart sich aus eigener Kraft nicht fortbewegen kann? Okay. Das habe ich online zu Herr Siri. Meine Frage war, welche Tierart sich aus eigener Kraft nicht fortbewegen kann, gefunden. Guck mal. Jetzt bin ich aber gespannt. Gut, meine Gesichtserkennung geht auch nicht. Ach, ich f*** mein Leben wirklich, Digga. Also wirklich jetzt hier. So, warte mal. Wale bewegen sich durchaus selbst fort. Das nennt man dann schwimmen. Also gutefrage.de, also... Ihr habt ja wirklich... meine Stimme, ich soll die ein wenig schonen und nicht so rumschreien. Ich lasse es einfach so stehen, weil anscheinend ist es eine Frage, die ich selbst nicht beantworten kann und auch niemand anders da draußen. Wenn jemand Ahnung hat, schreibt es in die Kommentare. Mich interessiert es an der Stelle aber auch nicht mehr, deswegen würde ich sagen, gehen wir gerne zur nächsten Antwort über. Und zwar haben wir einmal hier die Aufgabenstellung. Bäume, die Blätter haben, nennt man Baum. Okay. Bäume, die Nasen haben, nennt man Baum. Mhm. Wälder, in denen nur Bäume mit Blättern stehen, nennt man Wald. Wälder, in denen nur Nadelbäume vorkommen, nennt man Wald. Wälder, in denen beide Baumarten vorkommen, nennt man Wald. Ja, sehr schlaue Antwort. Auch an der Stelle einen fetten Applaus an dich. Hast du sehr gut gemacht. Aber Digga, das sind auch so Aufgabenstellungen, Bruder. Es ist doch nicht schwer, sowas zu lernen. Also wenn man bei sowas nicht lernt, Bruder, tut mir leid, aber da hast du wirklich auch einfach reingeschissen. So, dann die nächste Schülerantwort in folgendem Test war zu der folgenden Aufgabenstellung. Und zwar haben wir hier einmal ein englischer Test, so wie es ausschaut. Und zwar war die Frage, what ended in 1896? Schrieb daraufhin 1895. Das ist tatsächlich was. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, ich habe sowas auch schon mal in irgendeiner Arbeit geschrieben. Also ich glaube nicht in der Arbeit. Also es war, glaube ich, sowas, wo man so freiwillig abgeben konnte und sowas. Macht man ja sowieso mal nicht so ernst, ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber, ich muss den mal bauen. Kennt ihr das? So, diese Frösche, diese Eukalyptus-Dinger mit Menthol. Das ist übelst geil für den Hals. Also neu, keine Werbung, aber ihr kennt die doch safe, so diese, kennt ihr immer Frösche. Gibt es so in der Apotheke auch diese kleinen Packungen. Digga, die kann man auch so geil essen, wenn man nicht krank ist, aber muss ich kurz kauen wegen meinem Hals, weil sonst nach dem Video ist meine Stimme komplett weg, ne? Deswegen muss ich ganz genau. In irgendeinem Test habe ich sowas auch schon mal geschrieben. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo, aber das muss auch Ethik oder sowas gewesen sein. Aber ich hab natürlich keinen Punkt bekommen, ist ja klar. Ja, smarte Antwort, aber ist ein Klassiker. Also ich würde nicht sagen, sowas kennt man auf jeden Fall. Also ist ganz okay. Gut, da sagen wir jetzt mal nichts zu. Ja gut.
Ja, ist natürlich... Hat das Thema jemand verstanden, würde ich sagen. Finde ich ganz lustig. Also ist... Ihr wisst, was ich meine, Leute. Nein! Was haben wir hier? Wir haben hier auch Mathe. Hier ging es bestimmt um das Thema dann ausklammern. Und das ist so... Also wirklich F an jeden, der gerade bei dem Thema ist. Ich sage euch jetzt schon, das ist das wohl beschissene Thema, was man haben kann. Aber... Ja, die Aufgabenstellung hieß hier, schreibe ohne Klammern. Der liebe Schüler hat dann tatsächlich bei jeder einzelnen Aufgabe geschrieben, ohne Klammern. Ja, smart. Hätte ich auf jeden Fall auch so gemacht. Starker Applaus auch an der Stelle. Also wirklich, Digga. Wenn man auf sowas kommt, also wirklich, weiß ich nicht. Ich hoffe mal nicht, dass die Schüler sich dann wirklich auch Punkte erhoffen, weil das wird dann echt frustrierend, wenn man dann die Arbeit korrigiert zurückbekommt. Ohne Punkte, naja gut. Die letzte Schülerantwort, und zwar haben wir hier einmal die folgende Frage. What is love? Und jetzt sehe ich hier, hat ja liebe Schüler geschrieben, Baby, don't hurt me no more. Soweit mich jetzt recht entsinne, ist das ja ein Songtext von diesem Song und der heißt wahrscheinlich What is love? Ja, an der Stelle auch fetter Applaus, sehr einfallsreiche Antwort auf jeden Fall. Aber trotzdem an der Stelle würde ich sagen, Ladies and Gentlemen, was das mit der heutigen Folge die lustigsten Schülerantworten ist. Test. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, Leute. Ich entschuldige mich auf jeden Fall schon mal. Jetzt im Nachhinein auch nochmal. Wegen meiner Stimme. Ich kann da nichts dafür. Ich bin halt leider einfach erkältet. Meine Nase ist zu. Ich bin einfach wirklich absolut im Arsch. Aber ich wollte trotzdem Video laden. Deswegen, Leute, wenn ich jetzt einen Kommentar sehe, der Typ kommt endlich in Stimmenbruch. Halt die Fresse, Loch! Ciao.